Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo. Vielleicht kann man schon ab morgen Division spielen. Deswegen werden wir uns jetzt noch einmal angucken. Die Gesellschaft ist am Ende Simulation von Ubisoft. Von The Divisions. Eine Untergangssimulation. Wähle einen Ausgangspunkt. Wir nehmen jetzt einfach mal Niedersachsen, Bremen. Bremen ist eine schöne Stadt. Nehmen wir Bremen. Bremen Hauptbahnhof. Der Bremen Hauptbahnhof ist das hier. Infizierte 25, es steigt. Du bist zu Hause, plötzlich bekommst du Fieber. Du beschließt ins Krankenhaus zu gehen. Wir gehen nach Bremen Mitte. Klick um Bremen Mitte. Infizierte Menschen. Hier alleine im Krankenhaus in der Mitte. Rettungssanitäter sind dem Virus besonders ausgesetzt und infizieren sich schnell selbst. Auf ihrem Weg von einer Notaufnahme zum nächsten verbreiten sich die Krankheit auf der Krankenhäuser. Im Durchschnitt stehen 1000 Einwohner nur 30 Krankenhausbetten zur Verfügung. In Krisenzeiten ist die Chance auf einen Krankenhausplatz schwindend erregend gering. Schwindend, okay. Oh, Tag 2. Wir haben schon 15, 20.000. Tag 3. Okay. Geht ab hier. Tag 5. Die Infektion breitet sich schnell aus und die Krankenhäuser sind überfüllt. Du wirst mit einem Rezept für Grippeimpfung entlassen und begibst dich zur Bahnhofsapotheke. Jetzt zurück zum Hauptbahnhof. Oh, da ist auch schon alles voll. Aufgrund der gefährlichen Ansteigung der Zahl Erkrankungen richtet die Behörden Ausgangssperren für Impfmittel ein. Du beschließt, dich zur nächsten Ausgabestelle zu begeben. Gehen wir mal zur Freilichtbühne. Bürgerpark, können wir da schlafen gehen. Tag 6, 120.000 Infizierte. Die Polizei muss eingreifen, da die Stimmung zu kippen droht. Das Virus hat seine ersten Opfer gefordert und der Tod breitet sich rasch aus. Der Notstand wird ausgerufen. Du beschließt, Vorräte anzulegen. Edeka türkischen Feinkostladen. Nein, Edeka, da gibt es glaube ich mehr. Es kommt zu Plünderungen, Nahrungsmittel werden am häufigsten gestohlen. Edeka Fahne wird leergeräumt. Während der Polizei versucht, die Situation zu klären. Nachdem die Supermärkte sind, die Banken das Ziel der Plünderung. Die meisten Geldautomaten sind inzwischen ausgefallen. Aufstände brechen aus. Die Polizeikräfte in der Gegend von Marienbremen sind überfordert. Die Straßen stehen in Flammen. Tag 9. 257.130 Infizierte. Die Stadt ist nicht mehr sicher. Du musst fliehen. Du beschließt einen Flug von Bremen nach anderen internationales Ziel. Stuttgart. International. Ist also okay. Ich würde sagen, wenn Bremen überfüllt ist, werden wir mal nach Dublin reisen. Nein. Dann reisen wir denn mal nach Stockholm. Zürich. Ah, fliegen wir in die Schweiz nach Zürich.
Boah, 14 Millionen infizierte Tote. Gibt's auch schon ganz schön viele. Tag 11. Flüge beschleunigen die Verbreitung der Krankheit. Und viele Länder schließen ihre Grenzen. Alles weltweit Aufstände und Plünderungen kommen, wird die Krise ausgerufen. Inzwischen sind 88.827 Tote offiziell erfasst. 2013 stand weltweit 27.623 Menschen in Dienste des Militärs. Das sind nur 3,8 Soldaten auf 1000 Zivilisten. Alter. Wir haben 50 Millionen, 100 Millionen Infizierte. 200 und das nach 12 Tagen. Tote pro Stunde wächst auch rasant an. Aus Angst getötet zu werden, auch jetzt kann ich das schon nicht lesen. Tag 17. 1,1 Milliarden. Überall herrscht Chaos. Arbeitsausfälle übersteigen inzwischen 50%. Die ersten Kraftwerke stellen den Betrieb ein. Ein Kraftwerk kann 2 Tage lang ohne menschliche Kontrolle arbeiten, dann schaltet sie automatisch ab. Und Europa ist ohne Strom, Afrika ist ohne Strom, die ganze Welt ist ohne Strom. Wir sind eigentlich noch mal in Zürich. Die Welt versinkt in Dunkelheit. Ohne Strom und Kommunikationssystem ist die Befehlskette unterbrochen. Die Regionen sind machtlos. Die Regierung. 25 Tage. 12 Millionen. In Ägypten, Thailand. Donnerstag. 26 Tage ist die Welt zusammengebrochen. In Bremen. Ausgangspunkt Bremen. 1,1 Mensch. Insgesamt 725 Millionen. Waren wir jetzt der Auslösung? Das wäre natürlich hart. So. Ich hoffe, das macht euch heiß drauf, mehr von The Division zu sehen. Ich hoffe, es geht gleich morgen schon los. Offiziell von GameStar heißt es um 14.10 Uhr. Erstmal die Frage, ob das wirklich so stimmt oder ob es sich da doch nur um die Konsolenversion handelt. Wir werden es feststellen. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.